Ja, gerne. Schönen Dank, dass ich heute aus Sicht der Athos Position beziehen kann zu einer der Schlüsselfragen dieser Veranstaltung, europäische digitale Souveränität. Was verstehen wir darunter? Athos als führender Hersteller von Cybersicherheitstechnologie, Sie haben es angesprochen, sowohl auf nationaler, europäischer als auch auf weltweiter Ebene, ist definitiv gewillt, seinen Beitrag in diesen Schlüsselfragen zu leisten. Und um Souveränität sicherzustellen, muss man nicht nur seine Assets schützen können, muss auch die Kompetenz haben, seine IT-Verfahren weiterzuentwickeln. Aber lassen Sie mich mit der Schutzfähigkeit beginnen. Ich denke, wir sehen alle täglich die Zunahme von Cyberattacken und auch in Form von neuen Angriffsformen, die sich bilden. Es ist deswegen aus unserer Sicht, aus Athos-Sicht, absolut entscheidend, dass man die Kompetenz hat, die gesamte Bandbreite der Angriffspunkte Ende zu überwachen. Und zwar nicht nur auf der Ebene von IT, sondern eben auch auf der Ebene von Operational Technology und auch IoT. Was gleichbedeutend zu dem Erkennen von Angriffsformen ist, ist die Fähigkeit darauf zu reagieren, die richtigen Pläne zu haben, die Reaktionsfähigkeit zu haben und eben auch neue Datenräume, die sich bilden, wie zum Beispiel im Bereich von New Space, die sowohl Chancen als auch Risiken bieten, rechtzeitig ins Auge zu nehmen und auch dort die entsprechende Sicherheitskompetenz aufzubauen. Und dafür haben wir uns positioniert. Welche Voraussetzungen sind aus unserer Sicht seitens der Politik notwendig für die IT-Industrie, um diese Kernkompetenz in Europa zu halten? Und dazu zählt aus meiner Sicht eine klare Verantwortung und auch klare Budgetzuordnung, sowohl im Bereich der Digitalisierung als auch der Cybersicherheit. Und zwar sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene. Aber genauso wie die Politik hier gefordert ist, sind auch die Wirtschaftsunternehmen gefordert, wie auch eine Athos, aber auch viele andere führende europäische Unternehmen. Neben der Informationssicherheit ist es entscheidend, auch das Risikomanagement und die Operationalisierung der Sicherungsverfahren sicherzustellen. Dazu zählt der Schutz unserer kritischen Lieferketten. Ich denke, wir haben alle jetzt erst kürzlich erfahren, wie gefährlich es sein kann, wenn man seine kritischen Lieferketten nicht entsprechend schützen kann. Das zählt auch für die IT-Industrie. Dann das Erkennen, aber auch das Reagieren auf Information Operations oder Informational Warfare, wie der modernere Begriff dafür lautet. Aber auch nicht zuletzt die Resilienz, wenn solche Angriffe stattgefunden haben, Ransomware-Attacken, Cyber-Attacken, Breaches, um dann entsprechend zu reagieren können und die Sicherstellung der Geschäftsprozesse zu leisten. Ich habe am Anfang gesagt, das ist eine Kombination aus Schutzfähigkeit, aber auch Kompetenz. Deswegen möchte ich noch ganz kurz über die Kompetenz reden und wie die Athos sich dazu positioniert. Und das basiert auf unserer Sicht auf drei Pfeilern. Das eine ist europäische Cloud-Farmen. Ein ganz entscheidender Beitrag zu der digitalen Souveränität in Europa aus unserer Sicht. DSGVO hat gezeigt, wie schwierig es ist, nationales oder europäisches Recht selbst im eigenen Territorium umzusetzen. Deswegen sind europäische Cloud-Farmen aus unserer Sicht eine absolute Voraussetzung. Auch dann werden wir uns mit Angriffen von außen auseinandersetzen können, aber unsere Verteidigungsfähigkeit wird so viel höher sein. Die Athos arbeitet hier eng mit unserem französischen Partner, der OVH, zusammen, beteiligt sich aber auch an firmenübergreifenden Initiativen wie der Structura X oder IDSA, zur Entwicklung von europäischen Datenräumen. Das ist der eine Pfeiler. Der zweite Pfeiler ist Hardware und Intellectual Property. Wie Sie vielleicht wissen, Athos ist einer der wenigen Hersteller, der im Bereich Supercomputing aus Europa heraus führend aufgestellt ist. Das ist momentan unser System Bull XH 3000, mit dem wir hier den entsprechenden Markt bedienen können. Wenn Sie eine Vorstellung bekommen wollen, wie groß die Distanz zu den Technologieführern aus USA und China ist, dann möchte ich auf eine interessante Studie vom Konrad-Adenauer-Institut verweisen, die kürzlich veröffentlicht worden ist. Man sieht daran, wir haben hier echt Nachholbedarf und müssen schauen, dass wir unsere Kompetenz ausbauen und auf jeden Fall nicht verlieren. Diese Kompetenz über den gesamten Hardware-Stack ist entscheidend. Supercomputing ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist Quantencomputing. Und auch hier haben wir Kooperationen, haben wir Initiativen mit anderen europäischen Playern am Laufen, wie der IQM. Und wir sind überzeugt davon, dass die Kombination dieser Technologieführerschaft im Bereich Supercomputing und Quanten uns in die Lage versetzt, eine führende Rolle im Bereich Artificial Intelligence, autonome Verfahren, aber auch die Entwicklung und das Bedienen von komplett neuen digitalen Ökosystemen sicherzustellen. Der dritte Pfeiler aus meiner Sicht ist die enge
internationale, europäische Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsunternehmen, unterstützt von der Politik, um unseren europäischen Standort zu schützen. Das ist extrem wichtig. Und Athos beteiligt sich auch hier an den Schlüsselinitiativen. Ich nenne nur Gaia-X und Catena-X als Beispiel dafür. Entscheidend wird hierbei sein, ob es uns gelingt, Geschwindigkeit zu erreichen. Das ist im Panel vorhin auch angesprochen worden. Wir müssen an den Punkt kommen, und wir sind da gut unterwegs aus meiner Sicht, führende große Wirtschaftsunternehmen wie eine Athos mit Startups zusammenzubringen, in entsprechenden Co-Creation, Co-Ideation Environments, um diese Geschwindigkeit zu erzielen. Dankeschön.